Aufregend, aufregend. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Oder vor allem, wie es weitergeht. Heute gibt es ein bisschen Klimbim. Wir fangen an mit einer kleinen Überraschung. Eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir heute Post bekommen. Und dort ist ein Brief. Ein Brief. Das mache ich jetzt vorab, damit das, aus dem Kopf ist. So, sehr geehrter Herr Römisch, Sie sind wie ich ein großer Pflanzliebhaber. Ich probiere selber viel aus und bekomme auch von den ein oder anderen Samen. So auch die jetzigen Samen, die ich diesen Brief beigelegt habe. So, ja, die anderen Samen sind ebenfalls aus Teneriffa. Zudem habe ich noch selbst gewonnene Tomatensamen, eine sehr dunkle Tomate, mit reingetan. Sehr schmackhaft und bis zu 500 Gramm schwere Früchte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der weiteren pflanzlichen Arbeit und viele Abonnenten. Ja, der Brief ist anonym. Okay, ich weiß jetzt nicht, von wem die Samen kommen, aber nun ja, das werden wir also mit Sicherheit versuchen auszusehen, um mal zu gucken, was dabei herauskommt. Denn da sind Samen bei, da weiß er oder sie auch nicht genau, was das für eine Pflanze ist, und von daher werden wir es versuchen auszusehen. Aber als allererstes dann in dem Sinne, heute geht es auch ein bisschen um Pilze, und zwar hat sich etwas getan. Am 25.01., also vor 5 Tagen, haben wir die Wachstumsphase eingeleitet von den Champignonpilzen, und dort hat sich jetzt etwas getan, das habe ich gerade gesehen und das werde ich euch gleich auch zeigen. Und ich habe mir ein Buch bestellt, Pilze selbst anbauen. Ja, natürlich auch, ganz klar, wenn man sich für Pilze interessiert, dann sollte man sich auch ein bisschen Lektüre besorgen, um mal zu gucken, was da alles so drin steht. Und vor allen Dingen für mich ist es ganz wichtig, wenn ich mir solch eine Lektüre bestelle, gucke ich mir die an, lese mir die durch und dann kann ich sie euch gegebenenfalls weiterempfehlen oder auch nicht. Das ist noch zu hier, ist noch verschweißt, ich werde das gleich öffnen oder nachher in dem Sinne und das mir durchlesen, zumindest erstmal grob, um mal die wichtigsten Aspekte oder Punkte herauszufiltern, die wichtig sind in der Pilzanzucht für uns. Und von daher, vielleicht ist das Buch interessant, vielleicht auch nicht. Ich werde es dort hineinschauen und dann werde ich es euch gegebenenfalls empfehlen. Dann habe ich noch etwas selber bestellt. Und zwar handelt es sich jetzt hier um ein Bäumchen. Ja, nicht wahr? Ein Bäumchen. Und zwar geht es um den Ficus religiosa, Buddibaum. 20 Samen sind hier drin. Die werden wir zur Aussaat bringen. Und mal gucken, ob es uns gelingt, diesen Baum dann dementsprechend heranzuziehen. Es ist sogar ein Etikett mit bei zum Beschriften und natürlich eine Anleitung. Ja, okay. Grundwissen über Bonsai. Ach so, interessant. Ja, das ist also allgemein gesagt. Ficus Anzucht, Pflege, tralalalala. Okay, hier steht eine Menge Wissenswertes drin, aber da gibt es eine Menge zu lesen, jede Menge. Nicht wahr? Aber das werde ich euch jetzt nicht vorlesen, das wird hier den Rahmen sprengen. Aber nun ja, wir werden auf jeden Fall diesen Buddha-Baum angehen, um ihn zur Aussaat zu bringen und dann gegebenenfalls auch verfolgen zu können, wie dieser Baum sich verhält im Wachstum, wie wir ihn zum Keimen bringen und dementsprechend auch zum Bonsai vorbereiten. Denn wir wissen, man kann aus vielen Pflanzen Bonsai heranziehen. Es gibt keine speziellen Bonsai-Samen, nicht wahr? Sondern es gibt Pflanzen, aus denen man Bonsai machen kann. Und in der Regel sind das alles Pflanzen, die verholzen. Also da kann man ja generell Bonsai von machen, ob einem das jetzt liegt oder nicht liegt, ob man jetzt große Blätter mag oder kleine Blätter mag. Da muss man gucken, was einem selber so gefällt. Aber es ist auf jeden Fall möglich, im Prinzip aus jeder Pflanze, die verholzt, einen Bonsai sich heranzuziehen. So, diese hatte mich so sehr interessiert, von da habe ich mir die bestellt, um das zu gucken, ob das vor allem mit der Keimung jetzt erstmal klappt. Das ist immer das Allerwichtigste. Ich meine, wenn man sich Samen bestellt, die keimen dann nicht, ist immer ein bisschen blöd. Von daher sehen wir die gemeinsam aus heute und oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich es noch vorquellen muss, nicht wahr? Nun ja, lalala und tralala. So, dann gucken wir uns mal eben die Pilze an und dann werde ich mir gleich erstmal das Buch zu Gemüte ziehen, einmal kurz grob durchblättern. Ist das aufregend. So, ich mache mal hier das Fliegennetz hier ab. Am 10.01. sind wir angefangen damit hier, haben die Besiedlungsphase gemacht und am 25.01. dementsprechend dann die Wachstumsphase eingeleitet. Und so sieht das Ganze heute aus. Also wieder gut bewachsen mit Myzel. Und jetzt würde ich sagen, holen wir das Ganze mal etwas näher ran. Hier hinten in der Ecke können wir jetzt tatsächlich schon kleine Pilzköpfchen erkennen. Hier und dort. Also ist tatsächlich das Ganze am Wachsen. Interessanterweise direkt in den Ecken eher als dann im Komplettfall. Hier sieht man jetzt gerade noch nichts. Ich gehe mal gerade hier rüber und gucke, ob man es hier sieht. Da, doch, ja, hier sieht man es auch. Auch hier wachsen die ersten kleinen Pilzköpfchen heraus.
Also scheint das Ganze dann tatsächlich zu gelingen. Das steht jetzt bei etwa 16 Grad Celsius bei uns im Badezimmer. Da wurde ich gefragt, warum ist das bei uns so kalt im Badezimmer? Ganz einfach, weil das kein Wohnraum ist. Und ich wäre ziemlich blöd, wenn ich zwei riesengroße Badezimmer, die wir haben, auf 20 Grad oder 18 Grad erhitzen würde. Von daher bleiben die Räume kühl, werden gegebenenfalls erwärmt, wenn wir baden gehen. Ansonsten halt eben nicht. Wir haben auch sehr große Fenster, können gut lüften und von daher ist dort alles okay. Tja, also sie wachsen. Kommen wir jetzt zu den unbekannten Samen. Ja, die sehen jetzt so aus, also sind richtig klein. Ich würde sagen, wir weichen sie jetzt erstmal ein über Nacht und dann mal gucken, wie sie so weiter zur Aussaat dann vorbereiten. Aber sie sind echt klitzeklein. Ich muss aufpassen, dass sie mir nicht abhauen, denn sonst sind sie natürlich weg. Also kommen die jetzt erstmal ins Wasser für etwa 24 Stunden. Hier jetzt die weiteren Samen, auch diese unbekannt aus Teneriffa. Ja, auch die sind sehr interessant anzusehen. Scheinen jetzt 1, 2, 3, das ist vielleicht dasselbe wie das eine, vielleicht 4 verschiedene, kann ich jetzt nicht genau sagen. Auch würde ich sagen, werden wir diese hier dann dementsprechend auch erstmal einweichen, um sie dann gegebenenfalls morgen zur Aussaat zu bringen. Also schon interessant, was es alles so für Samen gibt, vor allem wenn man nicht weiß, woher die sind, beziehungsweise was für Pflanzen das sind. Ne? Woher sie sind, wissen wir ja, aber was sind das wohl, oder von welchen Pflanzen sind diese Samen, drücken wir es mal besser so aus. Nun ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild. Das Sammelsurium habe ich jetzt mal hier reingelegt und ich gieße jetzt einen kleinen Schluck Wasser bei. Und dann warten wir mal ab, was sich hier dann tut. Kommen wir jetzt zu den Samen, die ich mir selber bestellt habe. Das sind die Ficus religiosa. Also man sieht, die sind wirklich klitzeklein. Und auch die müssen erstmal ja, für 24 Stunden etwa eingeweicht werden. Von daher werden wir auch das dann jetzt dementsprechend machen. So kann es gehen. Manches klappt von vornherein ganz, ganz schnell. Jetzt haben wir gesehen, die Champignons haben dann also innerhalb von 20 Tagen ja, Wachstumsanzeichen. Jetzt können wir tatsächlich kleine Köpfchen schon erkennen. Also es ging doch relativ schnell. Also bis jetzt alles in Ordnung, haben wir alles richtig gemacht. Ja, jetzt geht es weiter zu den Samen, die wir jetzt geschenkt bekommen haben. Herzlichen Dank nochmal dafür, unbekannterweise. Wir haben sie jetzt eingeweicht und wir lassen sie jetzt bis morgen Mittag, Nachmittag drin und dann werde ich sie zur Aussaat bringen. Ob ich das dann auch nochmal filme, weiß ich noch nicht genau. Werden wir dann dementsprechend sehen. Und auch die, ja, Ficus, ach, wie heißt er jetzt? Ficus religiosa. Da ist auch wieder so eine Sache mit der Aussaat. Es ist nicht ganz so einfach, so wie es aussieht. Also dort wird beschrieben, es sind Lichtkeimer, sie müssen feucht gehalten werden. Ist logisch, das ist bei allen Samen so, dann trocknen die ja aus. Ganz klarer Fall, aber das bekommen wir hin, indem wir das Ganze abdecken. Also ist nicht das Problem. Dann steht es aber beschrieben, wir brauchen eine warme Keimtemperatur von 20 bis 24 Grad. Nachts dann aber lieber 18 Grad, also kühler. Das heißt im Klartext, das Ganze dauert ein paar Wochen, bis die keimen. Also muss ich jetzt 7 oder 8 Wochen lang, oder je nachdem wie lange es dauert, die Pflanzen hin und her, beziehungsweise die Samen hin und her tragen. Das heißt also auf die Heizung und dann nachts ab ins Badezimmer und dann nächsten Tag wieder auf die Heizung, dann wieder ins Badezimmer und so weiter und so weiter und so weiter. Und das wochenlang. Ob ich das durchhalte, weiß ich nicht. Meistens dann doch so, dass man es vergisst und echt wahr. Also, nun ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht, ich werde noch ein bisschen recherchieren im Internet darüber. Vielleicht geht es ja auch doch einfacher. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwierig, wie das jetzt hier so dementsprechend beschrieben wurde. Aber die Anleitung ist dabei und von daher muss man es dann natürlich so machen. Ah, naja, was soll's. Bei dem einen geht es so, bei dem anderen so. Jetzt haben wir herausbekommen, dass es Samen gibt, die keimen ganz schnell. Na, wir erinnern uns, wir haben damals ausgesät, die, mit den Namen. Weißt du Bescheid, Mensch? Es gibt so viele Pflanzen. Ach, Eukalyptus, Regenbogen-Eukalyptus. Wir haben sie ausgesät mit dem Schnee-Eukalyptus zusammen. Schnee-Eukalyptus haben wir dann vergessen. Mussten wir vergessen, weil hier schon die anderen gekeimt sind. Die hat sie dummerweise beide hier eingesät. Aber nun ja, von daher tut sich bei diesem Schnee-Eukalyptus gar nichts mehr. Die braucht tatsächlich Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. Das haben wir jetzt nicht mehr gegeben, da sie nach der Keimung dann direkt unter das Zusatzlicht gekommen sind, bei normaler Raumtemperatur. Denn wenn Samen erstmal gekeimt sind, dann brauchen die ganz viel Licht und dementsprechend auch ja, keine hohe Luftfeuchtigkeit mehr. Jetzt ist nur so, bei dem Regenbogen-Eukalyptus ist ein Wachstumsstopp eingetreten. Sind gekeimt und da war Ende. Da ist also nichts mehr gewachsen. Es sind bei einer Pflanze 2 kleine Blättchen nachgewachsen, aber das Wachstum ist jetzt hier komplett im Stillstand. Wie lange das noch dauert, bis das tatsächlich wieder anfängt zu wachsen,
müssen wir abwarten. Und da treten natürlich Probleme auf. Also man muss dann während der Zeit das trotzdem feucht halten, nicht nass halten. Also da muss man wirklich dann also jeden Tag nachgucken. Da brauchst du also wirklich den ganz, ganz grünen Daumen für. Und dementsprechend dafür sorgen, dass die kleinen Pflänzchen also nicht austrocknen. Düngen sollte man dementsprechend natürlich auch nicht, weil wenn kein Wachstum stattfindet, dann sollte auch nicht gedüngt werden, denn ansonsten verbrennen die Wurzeln. Also auch da muss man dann wieder ein bisschen aufpassen. Man sieht schon, es gibt verschiedene Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Ich weiß, ist nicht bei allen Pflanzen so, aber bei manchen Pflanzen ist es dann doch extrem schwierig. Manche Pflanzen wachsen aus dem Boden und ab die Post in die Höhe, hast keine Probleme mit. Aber es gibt dann welche, die machen dann tatsächlich Probleme in dem Sinne, weil sie ganz, ganz zaghaft langsam wachsen. Warum das so von Natur aus gegeben ist, kann ich nicht erklären, ehrlich gesagt. Ist eigentlich auch ein bisschen unsinnig. Da hat die Natur sich was ganz Dummes einfallen lassen. Aber nun ja, ist nun mal so gegeben. Wir gucken mal kurz hier in den Kasten rein und schauen uns die Pflänzchen an, wie sie sich entwickeln. Ja, viel wird man nicht sehen. So sieht jetzt das größte Eukalyptusbäumchen aus, das wir haben, der Regenbaum-Eukalyptus. Es ist doch schon sehr verwunderlich, dass das Ganze so lange dauert. Die Aussaat war am 13.12., am 14.12. sind sie schon gekeimt. Ja, und dann habe ich das Ganze leicht bedeckt, also überstreut mit Substrat, damit die Sämlinge halt nicht austrocknen. Aber wir sehen, das war nicht von Vorteil, da sie dann nicht mehr durch den Boden durchwachsen können. Da halt so gut wie kaum Wachstum da ist. Also die liegen jetzt unter der Erde alle hier irgendwo und können nicht mehr wachsen, bekommen kein Licht und dementsprechend gehen die natürlich auch kaputt. So, das kurz dazu gezeigt und hier bei dem Schnee-Eukalyptus, also wie gesagt, ist auch nichts gekeimt mehr. Das hatte sich dann dementsprechend erledigt, weil wir das Ganze auch abgedeckt hatten. Aber wie gesagt, es war ein Versuch. Immerhin haben die drei hier es geschafft. Nun ja, bis jetzt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, immer schön feucht halten, nicht pitschepatsche nass. Ja, ist ein bisschen schwierig dann in der weiteren Pflege, wie wir sehen. Aber nun ja, vielleicht gelingt es uns ja tatsächlich dann ein Bäumchen hier groß zu ziehen. Und wie es geht, wissen wir ja mittlerweile. Von daher haben wir aus diesem Projekt auf jeden Fall schon eine Menge gelernt. Mir ist gerade wieder etwas eingefallen. Ja, es gibt ihn noch, diesen kleinen Sämling hier. Das war oder ist ein Unbekannter. So wie es ausschaut, scheint es fast ein Nadelgehölz zu sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er wächst auch sehr, sehr langsam, ist auch schon relativ lange hier drin. Wie lange genau, muss ich gleich mal nachsehen. Aber warum ich drauf komme, das ist also jetzt die Hülle, die Samenhülle, wo der Samen drin war. Es war ja damals nur ein Samen zu finden, den wir dann zur Aussaat gebracht haben. Aber was das ganz Interessante ist hierbei, ist die Tatsache, dass wir das Ganze hier ausgesät haben, direkt Aussaat, ohne Einweichen, einfach in die Erde gedrückt. Wir befinden uns hier ja in einem feuchten Klima, Bodenklima auch. Das ist hier der Sonnentau Drosera capensis, den wir haben. Und so wie es aussieht, scheint es ganz gut zu sein, wenn man solche Pflanzen hat, dementsprechend ja, mit dem Erdmilieu und dort vielleicht einfach mal die Samen hineinpflanzt, um sie keimen zu lassen, ist vielleicht sogar wesentlich einfacher, als wenn man das separat in einzelnen Töpfen macht. Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall morgen machen, um dementsprechend hier dann einige Samen auszusehen. Ich werde mal eben eine andere Einstellung machen. Das ist jetzt die Schale, wo dieser kleine Sämling drin ist und wie wir sehen, haben wir hier natürlich dementsprechend auch noch einiges an Platz, um dann gegebenenfalls die Aussaaten zu machen. Hier ist das kleine Pflänzchen. Ja, also, warum nicht einfach mal so einige Samen hier rundherum verteilen und dementsprechend das Ganze vielleicht einfacher zur Keimung zu bringen. Ist auf jeden Fall überlegenswert, denn wir haben jetzt gesehen, wir haben es geschafft, einen einzigen Samen aus einer einzigen Kapsel hier zum Keimen zu bringen und auch zum Wachsen zu bringen. Ja, also würde ich sagen, wenn wir das vielleicht auch mal angehen, ich denke mal, das könnte dann zur Keimung wesentlich ja, von Vorteil sein, sagen wir es jetzt mal so, da wir hier Feuchtigkeit gegeben haben, wenn die Sonnentau, der braucht immer feuchte, nasse Erde und von daher ist es hier zur Keimung vielleicht tatsächlich wesentlich besser und hier kommt auch dementsprechend Licht, da der Sonnentau auch sehr viel Licht braucht, steht eine Zusatzbeleuchtung, von daher haben wir eigentlich alle ja, Gegebenheiten, die ein Samen braucht, um keimen zu können. Ob das bei jedem Samen klappt, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Das wird ein lustiges Jahr. Lauter unbekannte Bäume, die hier bei uns heranwachsen. Also ja, es wird also vielfältiger, als wir vielleicht gedacht hätten oder wollten. Auch hier habe ich jetzt einen Samen, der im Keimen ist. Den hatte ich vor ein paar Wochen hier eingepflanzt. Auch hier weiß ich nicht mehr, welcher Samen das ist. Auch hier hat man keine Beschreibung für gehabt. Also ein unbekannter Samen in dem Sinne. Ja, abwarten. Jetzt keimt er schon mal. Das ist schon mal ganz von Vorteil. Und von daher
Vielleicht erfahren wir auch hier, was für ein Bäumchen das ist, wenn es sich weiterentwickelt. Dann ist es natürlich einfach, wenn man die Blätter sieht. Dementsprechend kann man das Ganze dann auch herausfinden, was das für Bäume, Sträucher und hast du nicht gesehen sind. So, ja, dieses Milieu hier zur Aussaat, also das sollten wir uns vielleicht mal im Hinterkopf behalten, denn wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir haben eine feuchte Erde, eine lebendige Erde in dem Sinne schon. Ich war nicht trocken aus der Tüte in dem Sinne, sondern hier ist also schon mikroorganismisch einiges am Werke und das ist natürlich auch zur Aussaat wahrscheinlich von Vorteil. Ja, ich denke mal, dass das wahrscheinlich die bessere Variante ist, um Aussaaten durchzuführen. Aber das müssen wir im Laufe der Zeit weiter beobachten. Könnt ihr natürlich auch gerne machen, euch irgendwo solch ein Gefäß, ob das ein Topf ist oder was anderes, nicht wahr? Eine Pflanze reinstellen, die nicht ganz so schnell wächst und die halt viel Feuchtigkeit braucht und dementsprechend dann dort Aussaaten machen. Ich denke mal, da werden wir mit Sicherheit noch einiges im Laufe des Jahres mitnehmen, lernen vielleicht auch dadurch und dementsprechend mehr Wissen erlangen. So, ganz lieben Dank nochmal für die Samen, unbekannterweise. Die Dunkeltomate, die werde ich später aussehen, das ist mir jetzt noch zu früh, außer wir haben ja schon welche ausgesät, diese Zwergtomaten, die habe ich ausgesehen, ganz einfach, weil ich gucken möchte, ob wir die ganzjährig im Haus halten können, unter Zusatzbeleuchtung, weil sie ja nicht groß wird, aber bei anderen Tomaten, die natürlich groß werden, ist das jetzt noch ein bisschen zu früh, da warte ich noch mit der Aussaat, aber auch das werden wir dann im Laufe der Zeit machen. Meine Güte, das ist ein aufregendes Jahr, was alles geht oder nicht geht, das werden wir natürlich erfahren und meine Güte. Ja, die Community ist mittlerweile riesengroß geworden und wächst und wächst und wächst jeden Tag weiter. Das ist so faszinierend, auch das zu beobachten, dass diese Filme halt auch dementsprechend ankommen. Tja, meine Lieben, so, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Romisch und viel Spaß an den Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja. Meine Güte, es macht so viel Spaß auch zu filmen und was zu machen und neu anzugehen, wenn man dementsprechend Zuspruch bekommt. Und das macht also wirklich ganz, ganz, ganz viel Freude. Herzlichen Dank dafür nochmal, dass ich also nicht ganz alleine dort in der weiten Welt stehe, sitze, weiß Bescheid. So, bis denn. Und nicht vergessen, wenn es gefallen hat, nicht wahr? Danke, danke. So, ja, bitte danke. Rabe Socke. Ciao, ciao. So, Licht aus. Wir gehen nach Hause.